sind Waisenkinder aus der Ukraine, die heute auf der Galerie sind. Wir wollen Ihnen und euch sagen, dass euch unser Mitgefühl und Solidarität gilt und dass wir uns sehr wünschen, dass Sie alle auch bald wieder in Frieden und Demokratie leben können. Herr Abgeordneter Hoyer-Stratmannsdorf, Sie haben das Wort. Danke, Frau Präsidentin. Ich wollte eigentlich mit der SPÖ beginnen, aber liebe Frau Klubob, Frau Siegelmauer, es ist schon ein bisschen verblüffend, wenn man sagt, wir sind stolz, dass wir eine lückenlose Überprüfung vom Rechnungshof haben und drei Sätze davor spricht darüber, dass einem bewusst ist, dass hier eine Lücke nach wie vor offen ist, sie nur kleiner redet, als sie aus unserer Sicht ist. Das finde ich durchaus ein bisschen absurd. Vielleicht aber beginnen bei der SPÖ. Herr Kollege Leichtfried, es tut mir sehr leid, dass ich das nicht unkommentiert lassen kann. Aber dieser Weg, den Sie hier gewählt haben, um die Frau Rechnungshofpräsidentin, was auch immer dahinter liegt, ich verstehe es taktisch auch nicht ganz, weil ich glaube, dass Sie in Umfragen bei Weitem nicht dort stehen würden, wenn Sie eine andere Rechnungshofpräsidentin geben würde. Die Rechnungshofpräsidentin und ihr Team machen eine sensationelle Arbeit und haben über die letzten Wochen und Monate sehr viel aufgezeigt, warum es notwendig ist, dass wir heute hier dieses Gesetz beschließen. Aber diesen Move hier darüber zu diskutieren und dadurch natürlich die Autorität auch des Rechnungshofes zu untergraben, nämlich die aktuelle Autorität des Rechnungshofes, finde ich letztklassig und finde ich unangemessen. Kommen wir zur Lücke, zum Scheunentor, was ganz, ganz weit offen steht. Und das ist ja die Problematik an dem Gesetzesentwurf, der da liegt. Ja, es sind wahnsinnig viele Dinge sehr viel besser. Das muss man auch offen ehrlich sagen. Niki Scherk hat das lange ausgeführt. Aber wir können doch nicht hier stehen und uns dafür loben, dass wir Dinge besser machen und das, was offensichtlich ist, einfach nicht schließen. Wir wissen, dass es immer Wege geben wird, rund um Gesetze zu arbeiten. Aber wir können es als Gesetzgeber schwer machen, diese Gesetze zu umgehen, oder wir können es einfach machen. Im aktuellen Fall machen wir es so einfach, dass man sich einfach nur ein Video auf YouTube anschauen muss und weiß, wie man es tut. Weil Ibiza genau so, wie es HC Strache vorgezeichnet hat, nämlich ich mache einen Verein, der hat nichts zu tun mit der Partei. Ganz genau das ist weiterhin möglich und deswegen ist es auch so wichtig, den Antrag von Niki Scherk anzunehmen, um das zu verhindern. Weil das ist der einzige Weg, wie wir es tun können, ist, wenn wir spezifizieren, welche Maßnahmen gesetzt werden müssen, damit das nicht passiert, wo hier die Parallelen sind. Und wir haben in den letzten Wochen viele Beispiele davon erlebt, wo es notwendig war. Ich möchte noch mal auf dieses Thema Seniorenbund eingehen. Gleicher Vereinssitz, gleicher Geschäftsführer, gleicher Vorsitzender. All das wäre nicht möglich mit diesem Änderungsantrag. Und die Frage, ob das ein Verein ist, der nichts mit der ÖVP zu tun hat, das ist ja auch immer eine Frage, die man ausdiskutieren muss, Siegemaurer. Und die ÖVP, nämlich der ÖVP-Anwalt Werner Suppan, sagt das ganz einfach, dass in den Statuten entsprechend der Seniorenbund ein selbstständiger Verein ist und nichts mit der Partei zu tun hat. Das kann man nachlesen, wie die Rechtsmeinung der ÖVP, des Koalitionspartners, mit dem ihr das gemeinsam beschließt, ist. Also dann zu sagen, naja, das ist dann nicht so. Die ÖVP, glaube ich, sieht das ein bisschen anders, als ihr das seht und mit denen habt ihr dieses Gesetz entworfen. Die Frage, ob dieser Entwurf von uns und dieser Vorschlag, den wir geliefert haben, ob der der richtige ist, beziehungsweise ob das überhaupt geht, weil das ist ja sehr komplex und da gebe ich euch recht, natürlich ist das keine einfache Angelegenheit. Aber auch das ist relativ klar. Ich glaube, es gibt auf diesem Bereich kaum einen größeren Experten in Österreich als den Herrn Sickinger. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Das sieht jeder hier im Haus so. Er sagt ganz klar gestern auf Twitter, meiner Einschätzung hätten der Vorschlag des Rechnungshofs aus dem Vorjahr und der aktuelle Entwurf von NEOS brauchbare Lösungen gebracht. Diese Neuregelung per Entschließungsantrag aufzuschieben ist natürlich alles andere als ideal, also den Weg, den die Regierung jetzt geht, und setzt voraus, dass das Commitment auch im Herbst vorhanden ist. Und genau das ist das Problem, was wir bei dieser Regierung haben, weil ich kann mich an viele andere Dinge erinnern, die angekündigt wurden, Informationsfreiheitsgesetz beispielsweise,
wo seit Jahren nichts passiert ist und nichts weitergeht. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir hier das heute beschließen, in dieser Form, weil es dieses Scheunentor, was da ist, einfach schließt. Niki Scherer hat auch angesprochen, und das ist ja die Liste von Martin Thür ist sehr bekannt, wie viele dieser Vereine es gibt. Diese Liste ist ein ganzer Ziegel Papier, wo alle diese Vereine aufgelistet sind, zumindest die, die wir kennen. Und da sind viele dabei, die durchaus absurd sind und wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir sie momentan nicht erwischen, weil sie in Statuten wahrscheinlich nicht drinnen sind. Ein SPÖ-Verein, der Chorgemeinschaft MGV ASB in Köflach heißt, den werden wir in keinem Statut finden. Ich habe es lange gesucht, ich habe es nicht gefunden. Wir haben einen SPÖ-Verein Gesellschaft für sozialdemokratische Medienpolitik, GSM, in 1110 Wien. Ich glaube nicht, dass wir den finden. Red Panther, ich habe mit vielen SPÖ-Abgeordneten heute gesprochen, keiner kennt den, den wird man nicht wirklich finden. Wir haben hier einen Verein, der in der Löwelstraße sitzt, die Frau und die Wohnung, Verein zur Wahrnehmung und zur Vertretung der Interessen und Rechte von Frauen in der modernen Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass das Vereine sind, die irgendwo in euren Statuten abgebildet sind. Und so geht es weiter, auch bei anderen Parteien, FPÖ, Burgenländer in Not. Dieser Verein wird in keinem Statut der FPÖ auch im Burgenland zu finden sein. Dann gibt es natürlich die Vereine Austria Motion und so weiter, kennen wir aus Ibiza. Genau deswegen brauchen wir ja hier eine Änderung. Und dann gibt es noch viele, viele weitere Vereine. Es zeigt einfach auf, dass wir mit der aktuellen Möglichkeit, die hier geschaffen wird, dieses Scheunentor nicht schließen und genau diese Vereine und vielleicht auch neue, die gegründet werden, nicht erreicht werden. Weil was kann ich weiterhin machen? Ich kann einen Verein gründen und kann einfach eine Parallelorganisation aufbauen, ein Parallelnetzwerk. Solange die nicht an die Partei spenden, bleibt das alles unbenommen und niemand sieht irgendwas und bekommt etwas mit. Und zum Abschluss ein Paradebeispiel dafür, wie einfach es geht. Und das betrifft uns selber oder gehen würde, weil das von euch nicht umfasst ist. Es gibt einen Verein, das ist unsere Wirtschaftskammerfraktion, die UNOS. Die UNOS sind bei uns nicht im Statut drinnen, sind kein Teil des Statuts. Die können machen, was sie wollen und sind von dem nicht betroffen. Sie sind nicht betroffen. Das Scheunentor ist weit, weit offen. Es ist ganz einfach für jeden, der dieses Gesetz umgehen will. Er muss nur YouTube schauen. Das ist leider zu wenig und deswegen können wir dem heute nicht zustimmen. Das Gesetz könne also viel zu leicht umgangen werden, sagt Douglas Heuer-Strautmannsdorf von den NEOS. Währenddessen hat Norbert Hofer, der dritte Nationalratspräsident, den Vorsitz von Doris Pures übernommen.